Ich glaube, wir nehmen Cookie, weil entweder machen wir selber Murlocs oder wir haben eine Chance mit Naga oder Max, sie zu kontern. Batman und Sonic. Sonic gab es als Serie? Kann ich mich nicht daran erinnern. Zu meinen Zeiten lief da Pinky and the Brain, Geschichten aus der Gruft. He-Man. Die Sachen liefen da. An Sonic kann ich mich nicht erinnern. Power Rangers. Hallo? Ja, Power Rangers, Nightmare sagt's. Ja, ja, definitiv. X-Factor, das Unfassbare, definitiv heute noch immer ein Classic. Gucke ich gerne. Ich spiele eine 3-on-3-Curve. Was möchte ich discovern? Ich möchte einen Mech discovern. Ich nutze diesen Kampfschrei. A-Team, A-Team, ja. Saber Rider. Ja, Knight Rider, definitiv. A-Team beste. A-Team ist immer noch Classic. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Lief aber nicht samstagmorgens. Yu-Gi-Oh! Lief dann doch ganz klassisch jeden Tag mittags nach der Schule. Und das ist dann noch eher. Das war dann RTL 2 oder was das war, ne? Mr. T, klar, das A-Team! Da muss Mr. T natürlich einschreiten. Es ist auf jeden Fall Level. Schmeiße ich einen Naga oder einen. Oder einen Demon rein. Ich glaube, sowohl als auch sind die auf Tavern 3 nicht wirklich gut. Wobei Overseer einen Ticken besser ist als jeder Naga, den ich bekommen könnte. Deswegen kommt der Demon rein. Banane behalten, weil ich nächste Runde verkaufen muss. Und dann den 3-Drop, der kann dann die Banane bekommen. Es könnte ein Deflectobot, ein Crackling Cyclin sein. Das wäre ganz gut, beziehungsweise Crackling kann es noch nicht sein. Ich habe kein Elemental reingeworfen, aber es könnte ein Deflecto sein. Chip and Chap, Fievel, liefen auch zu anderen Zeiten, oder? Scooby-Doo lief um die Zeit, da hat Nightmare, glaube ich, recht. Das ist der... Zuerst, diesmal mache ich nicht den Fehler, nicht zu leveln. Das ist der Mac. Und das ist natürlich eine komplett schreckliche Sache, was hier gerade passiert ist. Es ist am ehesten Replicating, zumal wenn ich Sachen spawnen möchte, ist Replicating gut. Captain Baloo. Captain Baloo ist auch eher nicht samstags morgens gelaufen. Das ist, glaube ich, super RTL gewesen, oder? Turtles lief da. Korrekt, Turtles war immer geil. Ninja Turtles, ich hab sie geliebt. Ich war ein Langschläfer, keine Ahnung, was samstags früh lief. Alles richtig gemacht, Kaffee Lama. Ach ja. Um 5 Uhr Kinderprogramm, RTL. Ja, also morgens um, ja 5 Uhr jetzt nicht bei mir, aber so morgens, wenn man dann so wach war, 8:30, 9, um den Dreh, dann wurde morgens Fernseher angedreht, damit die Eltern noch pennen können. Turtle Theme Track. So, was wählen wir? 20 Karten auf die Hand hinzufügen. Death Rattle triggern, sollte relativ schnell gehen. Oder increase friendly minion stats 20 Mal. Ich glaube, ich nehme das Death Rattle. Das Xeris Ding kann Games komplett entscheiden. Beide buffen oder den nehmen? Ich weiß noch null, in welche Richtung ich gehe. Let's see. Alter, Shifter Xeris kann einem da komplett das Game gewinnen. Caillou. Ich erinnere mich. Oh Mann. Ja, Ninja Turtles. Oh. Und später dann wurde immer RTL 2, aber dann in der Woche geguckt, abends. Da lief dann, lief Dragon Ball zur Primetime eigentlich? Ja, ne? Dragon Ball kam die um 19 Uhr? Dragon Ball kam um 19 Uhr und dann kamen die Nachrichten immer oder so. Xeris hatte ich letztens auch, fand ich eher mäßig.
Naja, Quadri, das hängt davon ab, in was sich Zerus verwandelt. Du kannst auf Terran Tier 3 sein und Zerus kann sich in Six Drops verwandeln. Das ist schon krank. Die RNG, die da mitspielt, ist halt einfach nur stupid. Funktioniert der Halloween-Angriff jetzt? Gute Frage, Nightmare. Ja, der geht. Haben sie den gefixt? Okay. So, nächste Runde sollte ich die ja ready haben. Ich meine, die ist super easy zu bekommen, wie wir hier sehen, ne? Die Quest. Also, wenn die jetzt noch ultra krank stark wäre, wäre es mega, mega unfair. Heute Abend kommt endlich wieder Weihnachtsmann und Co.KG. Sugar Heaven ist schon im Weihnachtsfeeling. Sehr, sehr geil. Boah, was spiele ich hier? Ich glaube, ich nehme die mit. Spiele die hier hin. Und nehme noch mehr Death Rattle mit, einfach nur um sicher zu gehen. Einen Mech da reinpacken. Wir rollen mal. Ist hier was Gutes bei? Da ist der Triple. Wir leveln nächste Runde und trippeln. Und ich werde den da reinschmeißen, weil vielleicht kriege ich ja einen geilen Mech, auf den ich das draufhauen kann. Wäre schon nice. Und dann kriege ich jede Runde einen Shifter. Darauf erstmal ein paar Dominosteine. Naja, die Dominosteine konntest du ja schon vor 3 Wochen im Supermarkt kaufen. Schön Lebkuchen, alles ist schon rausgestellt. Mm. Nur sie zur Primetime. Ich weiß gar nicht, wann lief das normale Dragon Ball? Lief das früher? Mittags, als ich aus der Schule kam, lief dann immer relativ zügig. Es kamen erst die Kickers und so, und dann kam irgendwann Yu-Gi-Oh! Und dann bis abends, bis dann irgendwann Dragon Ball lief oder so. Inspector Gadget. Ja, das habe ich nie geguckt. Detective Conan habe ich dann geguckt irgendwann immer, ja. Okay, Zerus Quest ist ready. Vor 3 Wochen, seit der 2. Augustwoche gibt es Lebkuchen oder was? Sailor Moon. Ja, okay, die Sailor Moon. Wie hieß nochmal die andere Serie? Mila kann lachen wie die Sonne über Fukushima. War das hier diese Volleyball-Serie oder was? Ja, Mila Superstar. Genau, Kaffee Lama hat's. Kaffee Lama und Sugar Heaven scheinen auf einer Welle zu sein. I see. So, leveln, gucken, welchen Mech wir kriegen. Einen beschissenen Mech, aber es ist zumindest ein Divine Shield. Wir packen es dahin. Wir trippeln und holen uns einen 5-Drop. Und dieser 5-Drop ist komplett random. Demon Snicker Snack. Corrupted Myrmidon kann man erstmal machen. So, und jetzt hoffen wir einfach nur auf Zerus, dass kranke Sachen passieren, dieses Game. Zerus ist nämlich eine Content-Maschine. Es ist nicht gut, es ist nicht verlässlich, aber wenn geile Sachen passieren, hat man immer ein Highlight. Was hältst du denn von Popeye? Na, weiß ich nicht, war nicht meine Serie. Eine Kinderserie, die versucht, Spinat zu verkaufen. Detektiv Con, beste Folge, immer noch Mondscheinsonate. Ich habe doch keine Ahnung, welche Folge die Mondscheinsonate war. The Flintstones. Oh, jetzt gehen wir richtig in die Retro-Richtung. Ja, die waren cool. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Spinat, lecker. Eine ganze Generation liebt Spinat nur wegen dieser Sendung. Alter, wie soll man da mithalten? So, mein Shifter. Gib mir was Gutes. Gib mir was Gutes, mein kleiner Shifter. Wenn ich jetzt einfach einen random Six-Drop bekomme, Game over. Leute. Was ist hier gerade passiert? Einfach eine random Failbat bekommen. Let's go. Gib mir noch einen random Murloc. Den noch nehmen?
Hier, irgendeinen random Murloc mal reinschmeißen in den Topf. Das ist balanced, oder? Der Shifter. Komplett balanced. Turn 7 fürs Nichtstun. Eine Fellbett bekommen. So. Power Ranger, unser Team, nur Serien, die für Marketing als Plastikspielzeug waren. Naja, alle Serien verkaufen doch ihr Merch dazu. Paw Patrol, ja, ist wahrscheinlich wirklich so, ne? Kenne nur die Folge der Mondscheinsonate, weil das Stück Kern der Folge ist. Und mega unheimliche Rachemotivation des Mörders. Detektiv Conan hat extrem coole Fälle. Das ist, glaube ich, heutzutage wirklich noch eine gute Serie. Ich spiele den auch gerade, aber kein Glück. Aber ein bisschen Glück gehört dazu, ne? Mal gucken, was der nächste Zerus uns bringt. So eine zweite Fellbett würde ich noch nehmen. Die Quali vom Spielzeug ist unterirdisch geworden. Ja, früher konnte man das Plastik noch in den Mund nehmen und hat sofort Krebs bekommen, wenigstens. Ich weiß es nicht. Was hältst du von Lucifer? Lucifer habe ich mal angefangen, nie zu Ende geguckt. Fand ich keine schlechte Serie, aber es gibt, glaube ich, bessere. Aber gehört definitiv dazu. Lange nicht mehr gelesen, aber Streamer-Luck. Ach was, jetzt gucken wir mal, was der Shifter macht. Los, los, los und... Ah, es ist wieder ein Six-Drop. Ja, balanced. Balanced. Ich brauche irgendwas, was ihm Taunt gibt. Taunt? Nein, Taunt. Nein, Taunt. Jetzt fühle ich mich verarscht langsam, oder? Taunt? Schade. Egal, zack, der muss natürlich trotzdem aufs Board. Ich versuche darüber irgendwas zu entdecken. Ich kann noch einmal rollen. Da ist nichts Cooles drin. Wir trennen uns von ihm. Wir buffen natürlich ihn. Einmal rollen noch. Das sind relativ viele Stats, ne? 4-4, 5-4, 7-4, 2-6. Also alles außer ihr ist eigentlich relativ gut. Ich roll nicht weiter. So. Ich brauche noch einmal Spot für ihn. Stat-technisch ist das super. Jetzt müssen wir gucken, dass wir anfangen, Selfless Heroes zu sammeln, damit wir von Murlocs nicht zerstört werden. Mich wundert immer noch, dass der Bran nicht auf Murlocs geswitcht ist inzwischen. Aber wenn keiner Murlocs spielt, dann habe ich gute Karten. Shadowhunters, auch sehr geil. Shadowhunters sagt mir gerade nichts. Nee, sagt mir wirklich nichts. Ich kann es mal googeln, aber... Shadowhunters. Was ist ein Shadowhunters? Macht mir gar nichts. Kenn ich nicht. Nie gesehen. Sieht ultra trashy aus. Bitte sag mir, dass das auch wirklich... Oh. Hatte ich nicht gesagt, wir brauchen Selfless Heroes? Habe ich nicht gesagt, wir brauchen Taunt? Dieses Spiel mag mich. Ah, wir brauchen noch mehr Taunt. So, wir brauchen 4 Taunts, habe ich gesagt. Der wird zum Taunt. Und die Felbert wird noch zum Taunt. Ah, warte, ich darf noch was entdecken, diese Runde. Einen Demon oder einen Random Murloc? Ich nehme einen Random Murloc, weil dann kann ich Poison drauf geben. Ach, guck mal, der scaled mit. Dann darf der gehen. Der wird gebufft. Ich kann noch einmal hier, zack. Helbet buffen. Den verkaufen. Dem Poison geben. Den verkaufen. Einmal rollen. Ist da was Gutes bei? Nein, der Shop ist auch relativ niedrig in Stats. Ich roll nochmal.
Den freise ich den Shop. Selfless Hero hier hinstellen. Stats dahin. Perfekt, was will man mehr? Let's go. Und wir warten einfach, bis der Shifter uns Sachen gibt, die wir haben wollen. Ja, ich gucke jetzt, dass ich Triple für Trickster suche, Triple für Felbert. Ringmatron Triple wäre wahrscheinlich okay. Einen Shield für Ball of Minions, also ein neues Modul. Einen Baron und Selfless Triple. Ja, let's go. Supernatural, wie viele Staffeln hat Supernatural eigentlich? Das ist doch übel lang, die Serie, oder? Aber Supernatural ist nicht schlecht. Alter, der hat Double Respot plus Omega Buster und wir haben trotzdem eine 80% Win-Chance. Wie krank ist Shifter Zaris, bitte? Läuft noch auf Netflix. Was heißt, läuft noch auf Netflix? Netflix hat super viele alte Serien eigentlich gekauft, die Rechte, ne? Alter, er hat Glück, dass das ein Unentschieden wird. What the fuck? Buffy. Buffy ist auch schon eine ganze Weile her, ja. Ich level Ball of Minions. Will ich den Triple haben? Brauche ich den? Gute Frage. Davon brauche ich nichts. Ball of Minions ist Triple Chance. Ist okay. Ich schmeiße rein einen Demon. Ich roll nochmal. Ach, kacke. Ich kann nicht freezen für ein neues Modul. Schade eigentlich. Ich könnte 1, 2, 3 verkaufen, aber das macht mich auch unnötig schwach. Habe ich das nötig gegen den? Nicht. Let's try. So rumstehen, damit der nicht gekleeft werden kann. Und dann gucken wir mal. Xena war nice. Boah, Xena gehörte auch zu diesen Wochenend-Samstagmorgen-Serien. Xena und Herkules liefen doch direkt hintereinander, oder? Richtig, Resnack sagt's. Xena und Herkules. Mann, ist das alt. Gargoyles, klar. Gargoyles waren geil. Und Gargoyles, Darkwing Duck, das lief auch alles nacheinander dann, ne? Ja, oh. Das ist richtig Kindheit. I see. Was? Romix hat einen Invite gesendet, okay. Gehen wir gleich in die... Schaffen wir noch ein Ladder Game danach oder gehen wir direkt in die Community Games? Dark Queen, Dark. Darkwing. D-A-R-K-W-I-N-G. Dunkle Schwinge, Duck. 2-1 Risiko. Korrekt. Ekelhaft gute Hits von dir. Ekelhaft gute Hits. Kontert ja alles. Geh nach Hause. Oh nein. Die HP müssen dahin. Sehr gut. Können wir das gewinnen? Nee, gewinnen nicht, aber unentschieden. Alter, was waren das für gute Hits für Ragnaros? Meine Zeris müssen wir was machen. Meine Leeroy, da kann man nachher drauf enden. Leeroy ist okay. Ich brauche den Triple, danke. Ein Modul. Ein zweiter Ball ist natürlich gut, dann muss der leider gehen. Einen Mac reinschmeißen, damit wir Module finden. Der Triple ist gut, das Modul ist gut, das ist wirklich gerade schwierig. Ich glaube, ich bin bereit. Das Modul finde ich wieder. Aber der Triple ist unheimlich gut. Quatsch, einfach nur. Einfach nur Quatsch.
zweite Fellbett. Bringt mir diese Runde nichts. Nächste Runde gucken. Aber die scaled zumindest meine beiden Dings mit. Das ist weg. Fellbett in Gold wäre gut. Dofla, vielen lieben Dank für den Prime Sub. Und schön, dass du da bist. Hallo, moin moin. Chucky, guten Abend. Wie geht's? Aladdin, König der Löwen. Da gab's Serien zu. Aber die Aladdin-Serie kann ich mich, glaube ich, daran erinnern. Aber die König der Löwen-Serie wüsste ich jetzt nicht mehr. Masupilami. Ja. Ja, da sind schon einige Klassiker entstanden. So, endlich vernichten wir mal Leute. Dank Shifter. So, Shifter, wer zur Fellbett? Los! Los! Ach. Ich kann was entdecken, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt... Rolle lieber. Ja, jetzt kann ich vielleicht eine Fellbett entdecken. Shit. Kein Glück. Rollen. Gute Stats brauche ich. Gib mir mal gute Stats hier. Das ist wieder das Modul, was ich gerne hätte. Aber was mir auch nichts bringt. Naja, wir spielen so. Er hat Theotar Parasol und den goldenen Hammer. Okay. Unverändert Kacke. Och, Chucky, Chucky, Chucky. Nach 9 Wochen wird's langsamer Zeit. Timon und Pumba, ja. Verstehe, verstehe. Aber Timon und Pumba habe ich jetzt nicht als König der Löwen-Serie auf dem Schirm gehabt. Das war für mich alleinstehend. Aber ja, du hast vollkommen recht, das stammt aus dem Film dann. Es gab ein Timon und Pumba Pinball auf dem PC. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe das Standard-Windows-Pinball nur gespielt. Mittlerweile 10 Wochen. Alter Schwede, du übertreibst. Sagt dein Arbeitgeber nicht mal langsam wieder gesund werden? So, Module finden, Fellbett Triple finden. Komischerweise ist ja wirklich niemand auf Murlocs gegangen, ne? Haben alle genug von Murlocs? Ich habe so viele Toxfins gesehen. Und einen Baron wäre langsam auch mal gut für mich, glaube ich. Ja gut, HP interessieren mich nicht mit dem Poison. Und entschieden habe ich jetzt schon safe. So, jetzt kommst du darauf an, wann der hittet. Aber er 50-50? Oh, er schafft wieder das Unentschieden. Ah nein, er überlebt den Trade. Hahaha. Dein Baron hatte nicht genug Attack. Team und Pumba richtig Jungle Games? I don't know. So. Fellbett wäre der Triple. Baron wäre die beste Unit für die hier. Und... Modul für die. Modul Fellbett Baron suche ich. Vielleicht Trickster Triple. Modul Fellbett Baron Trickster Triple. Trickster Triple. Fellbett Triple vielleicht? Let's see. Fellbett Triple. Manted Queen? Nein. Aber einfach nochmal Stats durch Walking Fort produzieren, oder? Ich suche keine Fellbett mehr. Ich suche Modul und Baron. Das heißt, ich würde gerne einen Mech reinwerfen. Ist das korrekt? Ich schmeiß das, was die niedrigsten Stats hat, rein.
Board scaled und let's go. Ich will den nicht. Wenn ich den Triple verliere, ich ein Poison auf meinem Board. Demons, Max, Max, Mixed. Wir müssen eigentlich eine Manted Queen spielen und wir müssen Module hier drauf kriegen. Das ist alles, was wir brauchen. Module, Baron, Manted Queen. Wenn ich Baron und Manted Queen finde, ist die Frage, was geht? Wahrscheinlich die Felbet oder der Trickster. So, aber da sieht es doch mal relativ gut aus, dass wir diesmal gewinnen. Stat-technisch ist schon krank, was wir an Stats produzieren. Aber wir gegen Murlocs werden wir instant am Arsch. Aber selber schuld, wenn keiner Murlocs geht. Wie war das mit dem Streamer-Luck? Mein Streamer-Luck ist, dass die Leute nicht raffen, dass sie mich mit Murlocs kontern müssen. Ein Murloc-Player und ich wäre schon tot. Aber ich beschwere mich nicht. Gucken, was der Brian gleich hat. Der könnte es machen. Ich suche immer noch Modul. Ich mach schnell den Mac hier rein. Modul, 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 Baron. Modul, Baron, Modul, Baron. Darüber könnte man am Ende nochmal gewinnen, wenn hier was ausgelöst wird. Schade. Sind kein Modul, kein Baron. Hab gesehen, es gibt mittlerweile den Jailer. Ja, kam doch heute schon als YouTube-Video, Chucky. Und haben wir auch heute schon gespielt hier. Siehst du ja in der Liste, Jailer. Ist aber kein guter Held. Reiner Tempo-Held. Real Snake, du bist ein Frechdachs. Patrick, vielen lieben Dank für den Follow. Da hast du es doch gesehen, Bio. Chucky. Ja, I see, I see. Das ist doch kein Streamer-Luck. Ich bin einmal in der Top 4 gelandet, Leute. So muss man heutzutage spielen. Gucken. Wo bleiben denn hier Modul? Wo bleibt denn hier? Die Zeres machen es gerade nicht mehr für mich. Na gut, es war frech, dass die erste ein Felbert war und das zweite direkt ein anderer Six-Drop. Aber das ist halt das Ding. Das ist RNG an... Ja, er versucht Infinite Ping-Pong zu spielen. Ist mir aber Wurst. Wird nämlich nicht klappen. So, dann haben wir das Ping-Pong zu Ende und wir gewinnen. Come on, endlich. So, Ragnaros tot. Wer gewinnt hier, ist die Frage. Max oder Mixed Build? Für Jailer braucht man, finde ich, ein Exodia. Glück beim Tempo. Naja, glaube ich nicht. Wo ist er denn? Immer noch Baron, Modul. Felbet. Manted Queen. Manted Queen. Hier mal das drauf packen. Manted Queen den. Den Statbuff kriegt nicht die Manted Queen. Wir packen einen Mech rein, weil könnte ja ein Modul werden. Wird kein Modul, schade, dann kann das wieder gehen. Da ist das Modul. Verdammte Kacke! Ich nehm's mit. Was soll's. Verkauf alle Zeres. Warte, nein, ich kann nicht alle. Ich kann einen behalten. Das schlechteste Minion wird 15-15 gebufft.
Dann geht er, dann kaufe ich das, dann kriegt der den und dann kommt Demented. Ich habe drei verschiedene Klassen, also Demons und die zwei. Manted Queen ist dadurch relativ wahrscheinlich, dass sie einen Divine Shield bekommt. 15-15 Stats werden beim Scaling verdoppelt durch die Felbet. War doch ein ganz guter Turn. Jetzt ist nur die Frage, was geht in dem Moment, wo ich einen Baron finde? Modul, Modul, Modul. Scheiße, ich habe verloren, richtig? Ah, jetzt muss ich mir für den nächsten Stream was überlegen, was die Strafe ist. Jetzt, jetzt müssen wir uns überlegen, was die Strafe ist, Leute. Müssen wir im nächsten Stream, nächsten Mittwoch wird es eingelöst. Wir können ja mal drüber diskutieren. Ich bin ja nicht so der Fan davon, aber. Warum ich die Stats nicht auf das Modul gehauen? Weil, wenn ich die Stats auf das Modul haue, fusioniere ich die und der kriegt plus 15 Stats. Ja, schön ist. Aber wenn ich die Stats über die Felbet bekomme, verdoppelt sie die Stats. Dann sind es 30, 30 Stats. Das heißt, es sind mehr Stats, wenn ich es über Felbet mache. Und damit ist es ein Sieg, weil er gegen den Geist von Ragnaros verliert. Wow. First place. Danke, Xeris.